Nach diesem Video wirst du wissen, wie auch du 1,0 in den Abiturprüfungen schaffen kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Das Abitur 2019 steht vor der Tür und da möchte ich als euer Abiturcoach euch natürlich meine besten Tipps mitgeben, wie ihr genauso wie ich 1,0 in den Abiturprüfungen schaffen könnt. Erstens, sei felsenfest überzeugt. Das war zu meiner Schulzeit definitiv der größte Unterschied zwischen mir und meinen Mitschülern. Ich war nicht am allerbesten vorbereitet, ich konnte definitiv nicht die Anforderungen der Klausur am allerbesten, aber ich war felsenfest davon überzeugt. Und das musst du auch machen. Nur wenn du davon überzeugt bist, dass du eine derartige Leistung schaffen kannst, kannst du sie auch überhaupt erreichen. Weil wenn du von vornherein schon sagst, oh, ich werde das eh nicht schaffen, das ist zu hoch, ah, ich will mal lieber nicht so ein Ziel setzen, weil am Ende werde ich enttäuscht, dann wird es nichts passieren. Ja? Ich war felsenfest davon überzeugt, aber gleichzeitig wäre es für mich okay gewesen, wenn ich es nicht schaffen würde. Und genau an diesem Punkt musst du auch kommen. Du musst sagen, okay, ich schaffe das garantiert, ja, aber dann wirst du auch mit aller Kraft lernen, aber dann muss auch okay für dich sein, wenn es nicht ganz so krass auf dem Level passt, einfach nur mit dem Wissen, ich habe es zumindest mit voller Kraft und mit allem, was ich hatte, versucht. Zweitens, vertrau dir selbst. Ich habe in den letzten Monaten und auch im vergangenen Jahr sehr viel mit sehr guten Abiturienten gesprochen. Leute, die 0,7 Abitur geschrieben haben, unzähligen 1,0 Abiturienten, vielen, die 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, was weiß ich alles hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine ganz starke Sache gemerkt habe, die sich über all diese Leute hinweggezogen hat, dann war das nicht, wie sie gelernt haben, nicht wie viel sie gelernt haben, wann sie angefangen haben, welche Fächer sie gewählt hat, das war alles vollkommen egal. Eine einzige Sache hatten sie alle gemeinsam. Und zwar haben sie darauf vertraut, dass so, wie sie selbst an die ganze Sache rangegangen sind, das auch richtig war. Und das hat bei mir auch so viel ausgemacht. Ich habe mich nie irgendwie gefragt, was muss ich da machen, was muss ich da machen. Ich habe auch nicht viel groß andere Leute gefragt. Ich habe einfach mich auf meine Sache fokussiert, wusste, dass ich das schaffen kann und dass es reicht, so wie es ich mache. Und damit habe ich auch meine 1,0 in den Abiturprüfungen geschafft. Und die ganzen anderen, mit denen ich jetzt in letzter Zeit da auch gesprochen habe, die ähnliche Erfolge erzielt haben, ich meine, da sind Leute dabei, die haben 4x15 Punkte und einmal 14 Punkte in den Abiturprüfungen. Sogar 5x15 Punkte. Also unglaubliche Ergebnisse. Und das entsteht nicht durch eine Technik, Methode, sonst irgendwas, sondern einfach nur dadurch, dass die sich nicht haben verrückt machen lassen. Und das sehe ich leider bei ganz vielen von euch immer wieder. Deswegen bitte unbedingt, macht euch nicht verrückt, macht es auf die Art und Weise, wie ihr meint, dass es richtig ist, und dann wird es auch funktionieren. Das ist das Allerentscheidendste. Drittens, du musst nicht alles wissen. Natürlich klingt 1,0 in den Abiturprüfungen, wenn ich das so sage, unglaublich perfekt. Aber es war nicht perfekt. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich hatte zum Beispiel auch nur, in Anführungsstrichen, 12 Punkte in Englisch. Ja, ich hatte halt dafür 15 Punkte, was ja eine 1 plus und eine 15 Punkte auch in Physik und in Deutsch hatte ich meine eine 1 plus jeweils und dann halt jeweils noch eine 1,0 in Mathe und in Wirtschaft. Und so hat das die 12 Punkte, die 2 plus da quasi in Englisch wieder aufgehoben und ergibt dann insgesamt 1,0. Und das ist eben der Punkt. Ja, du musst nicht perfekt sein, um richtig, richtig krass in den Abiturprüfungen zu sein. Ich meine, selbst bei 15 Punkten, ja, da dürfen dir trotzdem 4,5% der Punkte fehlen. Ja, das heißt, du musst nicht perfekt sein, auch nicht mal für das perfekte Ergebnis, nicht mal dafür musst du perfekt sein. Und das ist so, so wichtig, weil wenn du die ganze Zeit den Anspruch hast, oh Gott, ich will auch 1,0 schaffen, jetzt muss ich jede einzelne Sache wissen, dann wirst du dich komplett verlieren. Weil es gibt bei der Abiturvorbereitung, bei dem ganzen Stoff, gibt es so viele Details, die du wissen könntest, das kannst du dir gar nicht alles merken. Sondern worauf du dich fokussieren sollst, ist am Anfang wirklich die Grundprinzipien von jedem einzelnen Fach richtig gut zu verstehen. Das richtig tief zu verinnerlichen, dann kannst du nämlich auch viel besser die ganzen Aufgaben beantworten. Und wenn das wirklich safe ist, dann kannst du im weiteren Verlauf der Vorbereitung noch dir ein paar Details aneignen, die ich dann sicherlich auch noch ein paar Punkte nach oben pushen werde. Viertens, lerne zu reden. Das gilt jetzt natürlich ganz speziell für die mündlichen Abiturprüfungen, denn das liegt ganz einfach daran. Wenn du in die mündliche Abiturprüfung gehst und du willst auch auf so einen Bereich kommen, wo du sagst, ich habe dann 1,0 in Abiturprüfungen, dafür ist es einfach notwendig, dass du erstens nicht nur inhaltlich sehr gut bist, sondern diese Inhalte auch sehr gut ausprobieren kannst, sehr gut darstellen kannst. Das ist einfach wichtig, damit du mal auf 14, 15 Punkte in deinen mündlichen Abiturprüfungen kommst. Und zweitens ist es unbedingt wichtig, dass du sehr gut reden kannst, um deine Lücken zu kaschieren. Ja, ich meine, die Fragen sind manchmal ein bisschen tricky, manchmal erwischt dich der Lehrer auf den falschen Fuß. Das muss aber kein Grund sein, dass du gleich nicht die volle Punktzahl bekommst, sondern dann ist es vor allem an deiner
ja, in deiner Aufgabe, in deiner Verantwortung, die Frage vielleicht so zu interpretieren auf ein Thema, was du eben gut beantworten kannst. Und wenn du das Ganze geschickt machst, wird der Lehrer sich darauf auch einlassen. Das ist eben wichtig. Deswegen unbedingt übe das. Lass dich vielleicht von deinen Eltern ausfragen, wie auch immer. Hauptsache, du lernst es gut zu reden, weil das macht gerade in den mündlichen Abiturprüfungen nochmal richtig viel aus. Fünftens, ziehe in jeder Klausur zu 100% durch. Jetzt denkst du dir, wenn du das Abitur noch nicht geschrieben hast, hey Leo, das ist meine Abiturprüfung, wie soll ich dann nicht hundertprozentig durchziehen? Natürlich nimmst du dir jetzt vor, hundertprozentig in den Klausuren durchzuziehen, aber wenn du da erstmal 4 Stunden gesessen bist, dann ist noch eine halbe Stunde, dann ist noch eine Stunde oder wie auch immer, und das ist deine dritte Abi-Klausur, jetzt denkst du einfach, boah, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Denkst du, ja, okay, komm, fuck, gebe ich halt ab. So, du gibst nicht eine Stunde früher ab, aber die letzte Stunde, ja, die nutzt du vielleicht einfach nicht mehr so ernsthaft produktiv, wie du sie wirklich nutzen könntest. Aber wenn du auf die 1,0 kommen willst, dann egal wie angestrengt du da bist, egal wie wenig Bock du da hast, egal ob die anderen schon abgegeben haben oder sonst was, du bleibst da sitzen und du verbesserst deine verdammte Klausur. An jedem Punkt, jedes Komma, was auch immer, weil du hast nur, versteht ihr, du hast nur 4 oder 5 mündliche Prüfungen, 3-mal schriftlich, das ergibt insgesamt vielleicht 14 Stunden, die du Abitur schreibst, und dann hast du noch, keine Ahnung, halt 2-mal eine halbe Stunde die mündliche Abiturprüfung. Und das war's. Das heißt, du hast nur 10 bis 15 Stunden insgesamt überhaupt, um deine Abiturnote auszumachen. Dann musst du auch jede einzelne von diesen 10 bis 15 Stunden volle Kanne nutzen. Und wenn du angestrengt bist, du kannst nach dem Abitur kannst du machen, was du willst, okay? Aber solange du in dieser Prüfung sitzt, versuchst du alles zu optimieren, was geht. Und wenn du noch weiter alles optimieren willst, dann komm gerne in unser Traumabitur-Coaching-Programm. Dafür einfach unter diesem Video auf den Link klicken und dich bei einfach ein paar Angaben machen, dann werden wir mit dir persönlich telefonieren, schauen, ob und wie wir dir auf deinem Weg zum Traumabitur weiterhelfen können, und dann hast du auch die Möglichkeit, mich als deinen persönlichen Coach zu bekommen. Also einfach unten eintragen, und ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Denk dran, ich glaube nicht, wir hören uns wie gesagt im nächsten Video. Dein Leo.